Oh, hätte ich fast vergessen. Ich brauche die Decks wieder, die ich euch gegeben habe. Ach, das war sein Scheiß, den er uns hier in die Hand gedrückt hat. Aha. Wenn ich bitten darf, zack, zack. Wir können den Dreck auch direkt verbrennen, ist doch nichts wert. Wenn wir das Zeug ins Feuer werfen, haben wir genau 1 Euro verbrannt. Guckt euch die Karten da drin an. Punkt, Punkt, Punkt. Dr. Crowler kennt sich zu aus, aber von seinem Gerede kriege ich nochmals Sodbrennen. Das ist nett ausgedrückt, Bestien. Und von deinem Gelaber kriege ich Kopfschmerzen. Uff. Uff. Die heutige Lektion ist damit beendet. Leerzeichen, 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 Alex, ich zeige dir dein Zimmer. Ich will dich aber nicht in der Nähe meines Zimmers. Komm, ich übernehme das. Uff, danke. Puh. Saved by the Fragezeichen. Ich bin Professor Lyman Banner. Ich unterrichte Alchemie. Und ich bin für den Slifer Schlafsaal verantwortlich. Yeah, ich kann es gar nicht erwarten, Items und neue Karten zu synthetisieren. Ich überlasse Ihnen das, Professor Lyman Banner. Ich rede Leute immer mit Vor- und Nachnamen an. Folge mir, Leerzeichen, 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 Alex. Banner. Das ist sein neues Zuhause, der Slifer-Rot-Schlafsaal. Miau! Oh, hi, Pharao! Das ist Pharao, er ist der Liebling von allen hier. Schnurr! Das ist so ein toller Schlafsaal, dass ihn selbst Katzen lieben. Dein Zimmer ist Raum 204. Ah, aber vorher ist es Zeit fürs Abendessen. Also essen wir erst einmal. Abendessen gibt's um 7 Uhr abends. Beim Essen hier gilt, wer zuerst kommt, isst zuerst. Gilt das nicht immer? Wenn du also zu spät kommst, ist vielleicht kein Essen mehr da. Cool. Wir sind aber schon tief in der Story drin. Ich habe da vorne schon einen Kappenjunge gesehen, der absolut kein Junge ist. Augen geradeaus, Schüler! Bitte begrüßt nur mit zusammen einen neuen Schüler! Leerzeichen, Leerzeichen, Leerzeichen. Alex wurde gerade nach Slifer Rot versetzt. Ich weiß, dass ihr euch alle gut vertragen werdet. Und jetzt Leerzeichen, 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 Alex. Stell dich bitte vor. Energisch sprechen, ruhig sprechen. Ich hab absolut keine Energie mehr in mir für energisch sprechen, also bitte ruhig. Nur ist irgendwie langweilig. Ja, bitte. Lasst Jaden mich für langweilig befinden. Bitte. Danke. Hast du das nicht auch, weil man dich ins Slifer Rot gesteckt hätte? Ja, das stimmt. Na dann. Hurra, hurra! Leerzeichen, 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 Alex! Komm schon, Jaden! Was? Nicht traurig sein, nur weil du in Slifer Red bist. Wir sind für dich da! Nein, bitte nicht. Siehst du schon, hast du neue Freunde gewonnen. Jaden, Cyrus, Chumley, nach dem Essen zeigt ihr Leerzeichen, 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 Alex unsere Zimmer. Oh. Was machen wir, Herr Lehrer? Hey, da haben sie es richtig übersetzt. Gut, und nun lasst uns essen! Bin ich froh, dass in Tag Force 4 und 5 nicht diesen Mist durchmachen muss. Ich hoffe, diesen Mist muss man in keinem Yu-Gi-Oh!-Spiel durchmachen, außer in diesem. Das ist ja Folter. Es ist nur noch Folter. Wasatz, hey, guten Abend. Herzlich willkommen. Du wurdest als Streamboss gestürzt und schon mehrfach abgelöst heute. Momentan ist Tondred oben. Habe ich gar nicht gesehen. Tondred ist gerade wieder Streamboss durch die letzten Bits, schätze ich. Puh, jetzt habe ich mich aber voll gefuttert. Na gut, Leerzeichen, 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 Alex. Wir bringen dich zu deinem Zimmer. Und von nun an wirst du während des Schlafs gestalkt. Es wird wieder Zeit, Querbalken vor der Tür anzubringen, befürchte ich. Jaden, warte! Wir sollen nach dem Essen eine Stunde lang nicht laufen. Was? Ach, was soll's, los geht's. Chumley mit den großen Weisheiten hier. Das ist dein Zimmer, Alex. Cool, raus. Keine Zimmerkameraden? Dann bekommst du dieses Zimmer für dich allein. Yes! Yes! Glück gehabt. Aber wenn dir langweilig ist, komm doch zu uns ins Zimmer. Nein, danke. Wir sind nur zwei Türen weiter. Zwei Türen weiter ist schon zwei Türen zu nah dran, aber egal. Es wird langsam spät. Zeit, in die Falle zu gehen. Ja, Leerzeichen, 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 Alex sieht ziemlich mitgenommen aus. Wer wäre das nicht nach so einem Tag? Jesus.
Ich bin nach 5 Minuten hiervon durch. Mein Charakter hat das den ganzen Tag irgendwie durchgehalten. Lasst uns auf unsere Zimmer gehen. Wir sehen uns morgen. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Nicht verschlafen. Wir sind Slifer Rap, macht einen Unterschied. 2. Mai, Dienstag. Oh, Kurt! Erklärung, der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Die Uhrzeit wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Es ist gerade 5.45 Uhr und ich bin aufgestanden? Was ist mit mir denn kaputt? Der Unterricht beginnt erst um 8, kann ich noch mal eine Stunde pennen? Drehe eine Runde und sieh dir die Insel an. Benutze die Richtungstaste, um dich zu bewegen und diesen Raum zu verlassen. Um zu laufen, bewegst du dich und drückst dabei die Kreistaste, um deinen Spielfortschritt aufzuzeichnen. Wählst du Speicherpunkt links unten auf der Landkarte. Die wiederum erscheint, wenn du dich im Freien befindest. Achtung, wenn du das Spiel beendest, ohne zu speichern, kehrst du zu deinem vorherigen Speicherpunkt zurück. Schockschwere Not. Kurt! Hallo, Pharao. Miau! Hals streicheln. Du streichelst ihn im Hals. Miau! Das scheint er nicht zu mögen. Okay. Schätze, ich kann ihn nur einmal streicheln. Ich meine, da war irgendwas. Miau! Ja, man kann ihn nur einmal streicheln. Fox hat insgesamt 250 zur Herausforderungsstream am Sonntag beigetragen. Oh ja, die läuft immer noch. Hier haben wir unser Deckmenü. Status. E-Mails haben wir wahrscheinlich keine. Terminkalender ist da irgendwo drin. Nee. Optionen lassen wir so, wie sie waren, schätze ich. Die Nachrichtengeschwindigkeit ist wieder normal? Warum? Tutorial ist an? Warum ist das Tutorial an? Die Musik hat sich auch... Die ganzen Einstellungen, die ich gemacht habe, haben sich nicht gespeichert. Kein Wunder, dass wir den ganzen Dreck machen mussten. So ein verdammtes Spiel aber auch. Ja. Ich bin neu hier. Ja, du bist neu hier, oder? Ich bin Gillian. Man sagt, Slifer Rot sei für Loser-Duellanten. Aber denn werden wir zeigen, wie man's macht. Ich weiß, lass uns duellieren. Red wie gerade eben mit mir und fordere mich zum Duell heraus. Flair ist auch im Spiel enthalten. Ein wichtiger Charakter oder so. Ja, wie gesagt, die war eben schon beim Essen. Ja, sure. Sehr schön, dann duellieren wir uns. Hoffen wir mal, dass der erste Typ, der direkt vor unserer Haustür steht, nichts drauf haben wird. Es ist wieder Zeit, jedes Steinschere Papier zu verlieren. Oh, oh! Mensch, ich habe mein erstes Steinschere Papier gewonnen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Normales Duell. Einzelmodus. Persönliches Deck. Toller Name. Ich tu's! Scammeldeck Mirror Match? Hat er mein Deck oder was? Ach, wir haben sogar einen Grizzly, ist mir gar nicht aufgefallen, das ist ja nett. Das ist ja cool. Dann spielen wir doch mal erste Runde Mother Grizzly. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir irgendwas Besseres außer Mother Grizzly großartig beschwören können, aber egal. Das ist sein Spielzug. Ja, yep, ist dasselbe, okay. Kommt mir alles bekannt vor. Kartendetails anzeigen, ja, ich weiß total nicht, was das ist. Das ist jetzt unfair, eine Stahlhülle für seine Mutter Grizzly. So was Tolles habe ich nicht. Jetzt übertreiben wir ein bisschen. Stimpak, okay. Kämpfen, los! Gut, es war ein Albtraum-Pinguin haben, schätze ich. Ja. Haben wir irgendwas Sinnvolles, das wir beschwören können? Kein Yumi-Schiff überhaupt. Blablabla. Zerstöre das Monster, diese. Klingt doch gut. Ein Schiff. Gucken, ob es so doof ist, das Schiff zu zerstören. Ich beende meinen Spielzug. Cool. Eine olle Qualle. Boah. Also entweder gehen wir halt Viech auf die Hand zurück. Oder er greift unser Yomi-Schiff an und killt sich damit selber. Removal for the win, eine nette Art. In jedem Fall wollen wir die ganzen Equips da loswerden. Duro, Monster Kado. Tick one Stimpak, dann hat er einen bösen Kraken, der ist jetzt nicht so viel wert. Kämpfen! Ah, sehr gut, das war natürlich das Beste, was passieren konnte. Greift gar nicht erst mit Mutter Grizzly an.
Wank. Dann geben wir Mutter Grizzly doch einfach auf die Hand zurück. Schabum. Wie sie statt gehört, ne? Und da beendet auch schon wieder sein Spielzug. Okay, jetzt könnten wir aber... Oh, das ist gut. Eine amphibische Bestie. Perfekt. Perfekt. Verschwöre die amphibische Bestie. Es war schön hier mit dem Removal und so, aber goodbye, Yomi-Chef. Und hallo, amphibische Bestie. Da ich unseren Pinguin nicht verlieren will, bleiben wir mal in der Verteidigung mit dem, weil ansonsten kommt er gleich mit Mutter Grizzly und killt den oder so. Ich weiß nicht, wie die KI hier genau läuft. Werde ich noch ein bisschen ausfühlen müssen. Wir werden es herausfinden. Jetzt kommt er. Das ist wirklich Gillian LP. Ich bin die ganze Zeit gefragt, wovon in einer Welt ihr redet. Aber er ist tatsächlich, wenn man das so sieht, Gillian LP. noch mehr Pinguine. Tja, ich schätze, wir haben hier eine Jungfrau des Wassers. Für die Zeit, in der wir nicht angreifen dürfen. Jupp, Endface. Nee, passt schon. Ich hoffe, er erkennt Yomi-Schiff, um unsere amphibische Bestie zu killen oder sowas. Das fände ich jetzt total doof. Zieh! Ich setze ein Monster. Mhm. Was ist eigentlich setzen? Das hat man uns im Tutorial nicht erklärt. Ich schätze, wir setzen einen fliegenden Pinguin direkt in den Angriffsmodus. Yuki, moin! Herzlich willkommen im Stream! Moret dir bequem. Du hast exakt verpasst, wie in aller Welt ich gelitten habe, als wir das Tutorial gespielt haben, aber wir sind jetzt tatsächlich in einem richtigen Duell. Also ich schätze, du kommst genau richtig. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich diese Animation sehr früh ausschalten werde. Na, aber dass die... Was? Ich habe Gagagigo? Okay. Aber dessen, dass die Gegner sehr viel und sehr nervige Animationen zu haben scheinen. Gut zu wissen, dass wir Gagagigo haben. Ich meine, ist ja nicht schlecht, aber... Wow. Gut, dass wir unsere amphibische Bestie im Angriffsmodus dagegen haben. 2K Deathmonster im Starterdeck. Ja, immer! Nicht nur das, wir haben scheinbar 1850 Angreifermonster im Starterdeck. Da geht richtig was los hier. Tja, ich habe da noch mehr fliegende Pinguine, schätze ich. Tja, Jungfrau bringt nicht viel im Angriffsmodus, also lassen wir das mal. Battleface. Amphibische Bestie, kill mal das Viech da. Das Erklären von Verteidigungspositionen kommt individuell im Tutorial vor. Ah ja. Gut zu wissen, schätze ich. Ja, Schaden an Gillian. Und fliegender Pinguin. Attacke. Kanonenball-Speer-Schalentier. Sowieso ein geiler Name. Kanonenball-Speer-Schalentier. Auszusprechen dauert schon eine halbe Stunde. Der zieht die Karten, aber noch nicht so schlimm wie manche im Anime. Die brechen sicher oder teilweise die Finger. Ist richtig. Was ist besser als Penguins? Flying Penguins. Wohl nicht unwahr. Krake und Kanonenball-Speer-Schalentier zurück. Das ist mir wurscht. Wurscht ist mir das. Jetzt noch ein Monster. Boah. Oh hey. Ein Orca. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Dann beschwören wir doch mal einen Orca. Huh. Außerdem gehen wir dann mit dem Pinguin auch mal in Angriff. Und zurück zum Anfang. Wir haben so viel Müll auf der Hand, den wir definitiv nicht brauchen. Da kann man nochmal zurück zum Anfang gehen. Jo. Und dann hoffen wir doch einfach mal, dass der fliegende Pinguin da durchkommt. Das wäre nämlich voll cool. Yep, es ist in der Tat das Kanonenball-Speer-Schalentier, was es sich gerade zurückgeholt hat. Also direkter Angriff mit der Orca-Mega-Festung der Finsternis. Nettes Pokémon-Emote. Direkter Angriff! Ja, und vernichtender Angriff! So weit, so gut. Hey, wir haben uns scheinbar selbst besiegt.
Ich bin mir nicht sicher, ob er immer genau unser Deck mirrored oder... Du gewinnst! Die HP deines Gegners wurden auf 0 reduziert. Oder ob er einfach nur das gleiche Starter-Deck hat wie wir. Ah, ich hab verloren! Das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Hey, Ori! Herzlich willkommen! Duellbonus! New High Score Bonus! Cool. Gibt's hier keine genaue Beschreibung, wie die DP da zusammengesetzt wurden? Okay. Du hast gewonnen, aber bilde dir nichts darauf ein. Lass uns bald wieder duellieren. Gillian. Grundlagen. Das Deck heißt im wahrsten Sinne des Wortes Grundlagen. Lass mich rein. Niemand hier. Sind hier die Idioten? Yep, da sind die Idioten. Ih, der hat ein Herz über dem Kopf. Ich will nicht. Hab ich Angst vor. Morgen, Alex. Hä? Du siehst fertig aus. Los, Mann. Jetzt kommen wir langsam auf Touren. Worüber willst du reden? Hölle? Tja, das Übliche halt. Ihr habt euch ganz gut unterhalten. Cool. Leerzeichen, Alex. Du stehst aber früh aufzustellen, was? Scheinbar. Ich versteh's auch nicht. Worüber willst du reden? Die Akademie. Naja, nur das Übliche halt. Ihr habt euch ganz gut unterhalten. Wir hängen jeden Morgen bis 8 Uhr ab. Das ist ja absolut nicht konkret, bis wann man euch hier findet. Auch die anderen hängen zu bestimmten Zeiten immer an den gleichen Orten ab. Das solltest du dir merken. Könnte nützlich sein. Worüber willst du reden? Essen? Tolles Timing, ich wollte ja auch was sagen. Ihr habt euch gut unterhalten. Das überrascht mich ja. Gerade keine Lust, mich mit euch zu duellieren. Noch 91 Tage übrigens bis zum Turnier. Okay, wen können wir ja alles in der generellen Umgebung finden? Du bist ja ein neuer Student, oder? Ich bin Walter. Hey, hast du gehört, wo man hier Spaß haben kann? Ach, zu schade. Ich will Spaß haben. Niemand weiß, wo man Spaß haben kann. Komm, Walter, wir duellieren uns. Ich weiß, das macht keinen Spaß, aber... Wir duellieren uns einfach mal. Ach, du bist's. Was? Ein Duell? Ich hatte hier Langeweile. Cool. Wenn ein Käsesandwich riecht, ist er wie ein flinker Momonga. Das ist Walter. Klingt komisch, ist aber so. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. How to Tag Team, ja. Wo ist Walter? Hier ist Walter. Gesandter der anderen Welt. Sollte ich Angst haben? Ich tu's. Ich will aber nicht. Du hast nicht meine Zustimmung dazu. Ja, reparieren ist eigentlich ganz gut mit zurück zum Anfang. Tja. Ich schätze, wir haben einen Deather in großen Anführungsstrichen. Es ist Walter LP. In der Tat. Ich werde es vielleicht nicht prüfen. Ja, dabei gar kein Hemd mit Streifen an. Ist richtig. Not mal Walter? Wo ist Walter LP? Schwerer Monster-Angriffsmodus. Eek! Der hat tatsächlich einen 1-8er außerirdischen Krieger. Ich habe ein bisschen Angst. Wenn ich mir unser Guffel-Wasser-Deck hier betrachte, was in aller Welt der mir da gerade entgegensetzt. Hat er ein ernsthaftes Alien-Deck und ich kämpfe gerade mit diesem, im wahrsten Sinne des Wortes, Bullshit, den wir als Starter-Deck bekommen haben, gegen ein Alien-Deck? Okay. Albtraumkäfig aus Stahl. Fliegender Pinguin! Erzittere! Viel Spaß, wenn man das als Spaß erfinden kann. Was? Achso, empfinden kann. Ja. Ich setz ein Monster. Ja, setz du mal ein Monster. Er setzt außerdem eine Karte. Jesus Christ. Ich hoffe, das sind nur Arzellen, Brutkästen oder so ein Kack. Oh Gott. Ich hab Angst. Das kann nicht gut gehen, aber... Amphibische Bestie.
haben nicht wirklich eine Wahl, ne? Haben sie ja richtig Mühe mit den Modellen der Leute gegeben? Geht so, ja, ne? Ach ja, stimmt, das ist ja durch unsere eigene Karte momentan noch behindert. Stimmt ja, stimmt ja. Jetzt kommt er übrigens. Hui. Ich verwende das hier. Schur. Mehr außerirdische Krieger im Angriffsmodus. Oh Gott. Jetzt beendet er seinen Spielzug. Das kann doch überhaupt nichts werden. Okay, außerirdischer Krieger. Was liegt da hinten, dass ich durch vier verdeckte Karten durch angreifen kann? Jetzt aktiviert er seinen Monster-Effekt. Das war überhaupt der Effekt von dem Krieger, ich weiß es gar nicht mehr. Oh shit, wir kriegen Counter dadurch. Okay, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Kämpfen! Los! Nicht gut. Krieg ich bitte meine amphibische Beste zurück? Danke. Oh Gott. Damit beendet er seinen Spielzug wohl. Das ist doch... Was soll das denn? Amphibische Bestie! Greif doch mal die verdeckte Karte an, schätze ich. Außerirdischer Grau. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das Ding gibt uns einen Zähler. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte habt nicht noch einen Gehirnwäschestrahl. Endface. Okay. Pure Panik in meinem Gesicht. Das ist nicht schlecht. Kann man mal reparieren, aktivieren. Ich hätte gerne nämlich unseren Albtraum-Pinguin zurück und dann nehmen wir uns die Qualle wieder. Nee, passt schon. Welchen Teil der Serie deckt das Spiel eigentlich ab? Scheinbar etwa den gleichen Teil, den wir auch in dem letzten DS-Spiel hier in Spirit Caller, also Season 1, gespielt haben. Scheint aber weiter drin in der Story zu starten, weil hier sind halt schon Charaktere, die eigentlich von Anfang an nicht da hätten sein sollen. Okay, riesige rote Seeschlange. In Anbetracht dessen, dass ich nicht noch mehr Counter auf der amphibischen Bestie haben möchte und kein Gehirnwäschestrahl momentan vorhanden zu sein scheint. Greifst du mal ein bisschen dieses Viech da hinten an. Aktiviere meinen Monster-Effekt! Wer sollte nicht da sein? Hier, Blair. Das Mädel. Der Junge. Das glaube, kommt, glaube ich, erst in Folge X auf die Insel. Das ist, glaube ich, Insel. Ja, ist in Season 1, ist mir klar. Aber die ist nicht von Anfang an da. Endface. Blinde Zerstörung. Okay. Bin ich nicht so glücklich mit, aber ich bin auch etwas überrascht, dass es jetzt erst aktiviert. Scheinbar aktiviert er das nicht, während er selber Monster hat. Ich meine. Okay. 6. Natürlich. Treffer und versenkt. Er hat keine Monster. Och, danke.
Ufer des Wassers. Ja. Okay, okay. Aktiviere Stahlhölle. Auf die rote Riesenseeschlange. Aktiviere zurück zum Anfang. Er hat keine Monster, das nutzen wir aus. Tschüss, Kanonenball, Speer, Dingsda-Bumsda. Oh, damit kann man nur Monster zurückgeben? Oh, ich Idiot, ich dachte, mit zurück zum Anfang kann man alles zurückgeben. Oh, damn, jetzt muss ich das auf eins unserer Monster benutzen. Nein. Ärger. Endphase. Oh, bitte zieh kein Monster. Bitte zieh kein Monster! Und noch kein Gehirnwäschestrahl. Blinde Zerstörung. Wenn er jetzt die 4 würfelt. Alles klar, nur viel Spaß bei der Arbeit. Scheißgleich! Und ein Monster hat er auch getopdeckt. Und es ist ein Krieger. Ja, hau raus, Spiel. Gott frick. Nein. Oh, eine Qualle, wo kommt die denn her? Albtraumpinguin. Dammit. Dammit. Es hätte alles so viel einfacher laufen können. So, jetzt wird er natürlich nicht die 4 würfeln. Überraschung, Überraschung. Oh, und er hat noch ein Monster getopdeckt. Außerirdischer Schädel. Du kannst ein offenes Monster der Stufe 3 oder niedriger auf deiner Spielfeldseite deines Gegners als Tribut anbieten. Diese Karte Spezialbeschwörung zu beschwören. Okay. Kämpfen! Los! Dammit. Wir hätten das hier gewonnen haben können, wenn ich den Effekt von Friggin zurück zum Anfang gelesen hätte, bevor ich ihn eingesetzt habe. Und damit beendet er seinen Spielzug. Ja. Oh Gott. Das ist wieder ein Riesenrisiko, aber was bleibt uns übrig, ne? Amphibische Bestie! Nur um gleich wieder von der 6 niedergewürfelt zu werden. Aber egal. Was sollen wir tun, ne? Angriff auf außerirdischer Schädel. Ich will das Feld nicht überprüfen. Ich muss X drücken, um anzugreifen. Das heißt nicht, dass ich das Feld überprüfen will. Endphase. Oh nein! Du mich auch, oh nein. Okay. Wir haben ausnahmsweise nicht unser Monster mit blinde Zerstörung zerstört. Setzt scheinbar den außerirdischen Schädel, das ist theoretisch unsere Möglichkeit. Ach, bitte sei der außerirdische Schädel. Wie viel Verteidigungspunkte hat der außerirdische Schädel? Weiß jemand, wie viel Verteidigungspunkte der außerirdische Schädel hat? Ich weiß es nämlich nicht. So, ich hoffe, er hat weniger als 1200. Ja, er hat nur 1000! Danke! Ich aktiviere meinen Monster-Effekt. Stirb! Du gehörst nicht in diese Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin beeindruckt, dass wir das irgendwie gewonnen haben. Trotz dieser Geschichte mit zurück zum Anfang. Du gewinnst! LP deines Gegners wurde auf 0 reduziert. Ich hab verloren! Sterbende Schwan. Highscore-Bonus.
Das hier ist eine mega merkwürdige Liste. Naja,